Nein, also eindeutig nicht. Ich habe mir vieles, wie wir alle, nicht vorstellen können. Das erste Mal, als es mir plausibel erschienen ist, war so ab Juni. Da hab ich durch eben verschiedene Kontakte schon langsam Hoffnung geschöpft. Davor, muss ich sagen, war ich sehr skeptisch. Aus vielen Gründen, weil es eben gegen Coronaviren bis jetzt ja keine Impfung gegeben hat. Und das sicher technologisch eine harte Nuss war jedenfalls, aber es gab offensichtlich viele präformierte Technologien, die dann letztlich es möglich gemacht haben, dass wir heute in dieser an sich glücklichen Situation sind. Also Österreich ist traditionell eher ein impfskeptisches Land, das ist bekannt, das sieht man bei vielen Impfungen. Es hat eine lange Tradition, also es geht zurück bis Maria Theresia. Gibt es diese berühmte Geschichte mit der Pockenimpfung, die Maria Theresia gegen sehr viel Widerstand eingeführt hat. Und Pocken sind ja letztlich durch ein globales Impfprogramm verschwunden. Also das ist eine Krankheit, eine schwere Erkrankung, die wir gar nicht mehr kennen. Und ich glaube, ein Thema unserer Zeit ist, dass man einfach vergessen hat, wie wirksam Impfungen sind und man einfach kein Gefühl mehr hat, was es heißt, wenn in einem Dorf mehrere Kinder an Polio leiden und ihr Leben lang Lähmungen haben oder schweren Pocken erkranken oder versterben. Also das haben wir irgendwie aus unserem kollektiven Gedächtnis gestrichen. Und das führt dazu, dass wir das einfach nicht mehr so wichtig wahrscheinlich erachten. Und wie gesagt, in Österreich ist es besonders ausgeprägt. Ich glaube, man muss unterscheiden, harte Impfgegner, das ist fast eine Ideologie. Ich glaube, das ist sehr schwer, hier fast in den Diskurs zu kommen. Impfskeptiker, glaube ich, kann man durch Aufklärung, Daten überzeugen. Das heißt, es kann sich ja jeder persönlich ein Bild machen. Liegen alle Daten am Tisch sozusagen. Und wenn man möchte, kann man die für sich analysieren und wird am Ende ziemlich sicher zu dem Ergebnis kommen, dass es besser ist, eine Impfung zu haben als die Erkrankung. Also das ist eine relativ simple Rechnung. Ja, also wie gesagt, die Mutationen werden immer geografisch benannt, also Südafrika, England etc. Ich glaube, man kann es auf ein relativ simples Prinzip zurückführen. Also der Virus versucht sich zu optimieren. Und der macht das auf zwei Ebenen. Das eine ist, er versucht, infektiöser zu werden. Also der Virus hat ja evolutionär kein Interesse, uns zu schädigen. Das heißt, die Erkrankung ist eigentlich ein nicht intendierter Nebeneffekt, aber der Virus möchte sich weiter verbreiten. Das ist diese eine, also Mutation 501 im Spike-Protein. Und bei allen, sagen geografisch derzeit benannten Mutationen spielt das derzeit eine große Rolle. Und der andere Versuch des Virus, auch evolutionär getrieben, ist es, unser Immunsystem zu überlisten. Das heißt, dass wir das Virus nicht zerstören, also unser Körper das Virus nicht zerstören kann. Das ist die berühmte 484-Mutation, die man zum Beispiel also in dieser sogenannten südafrikanischen Variante sieht. Und ich glaube, das Prinzip, dass ein Virus so etwas macht, um sich besser zu optimieren, ist normal. Und das werden wir auch weiter sehen. Das heißt, es ist jetzt nicht, sagen wir, unverständlich oder unerwartet. Und wir haben auch hier, glaube ich, mittlerweile Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also gerade mit Impfstoffen. Man kann heute diese Impfstoffe, die es jetzt schon zu relativ großer Zahl ja gibt, relativ rasch modifizieren. Ähnlich wie bei der Grippe. Da sind wir das ja auch gewohnt. Also auch die Influenza verändert sich ja einmal im Jahr. Das haben sich vielleicht viele noch nicht überlegt, warum man eigentlich jedes Jahr eine neue Grippeimpfung machen muss. Eben weil die Influenza mutiert und das sind wir gewohnt und darauf kann man auch relativ schnell reagieren und so ähnlich wird es auch beim Coronavirus sein. Ich glaube, die Idee als große Einkäufergemeinschaft am Weltmarkt und wir haben das ja auch gesehen, nämlich vor einem Jahr haben wir gesehen, was es heißt, wenn Nationalstaaten beginnen sich zu in einen Wettbewerb zu treten, wenn es um Respiratoren, Schutzausrüstung etc. geht. Das war also die berühmte Frage der Grenzschließungen und Lieferungen, die wir alle noch in Erinnerung haben. Und ich glaube, das wollte man bewusst vermeiden. Also die Grundidee, dass Europa als Einkaufsgemeinschaft auftritt, ist eine sehr gute, weil man am Weltmarkt einfach mehr Power hat. Der Grund, glaube ich, warum das derzeit noch unbefriedigend ist und andere Länder
schneller sind, hängt mit einer, sagen wir, etwas vorsichtigen Haltung zusammen, würde ich sagen. Nicht? Also das betrifft sowohl die Regulation, wo die zum Beispiel Amerika eben eine Notfallzulassung gemacht hat, zu einem sehr unsicheren Zeitpunkt. Und Europa wollte einen sicheren Weg gehen und eine normale Zulassung machen. Das hat halt ein bisschen Zeit gebraucht. Und dann, wie gesagt, hat man auf einen Korb von verschiedenen Impfstoffen gesetzt, was auch, glaube ich, im Prinzip grundvernünftig ist, weil man weiß nie, wie dieses Rennen am Ende des Tages ausgeht. Heute wissen wir, dass es wahrscheinlich für viele Impfstoffe gut ausgeht. Wie gesagt, rückblickend ist es natürlich unbefriedigend, aber die Grundvoraussetzungen waren, glaube ich, im Prinzip richtig. Also es gibt einen großen Risikofaktor bei der Covid-Erkrankung, und das ist das Alter. Und das ist auch unser Problem. Das ist eben das Problem, dass andere Kontinente nicht in diesem Ausmaß haben. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in Afrika das Coronavirus nicht diesen dramatischen Effekt hatte, der an sich erwartet worden war. Das hängt eben mit der Altersstruktur der Bevölkerung zusammen. Das heißt, global betrachtet, glaube ich, muss es das Ziel sein, zuerst die vulnerablen, schützenswerten Gruppen, das sind vor allem die Alten. Also ich würde sagen, die Kurve beginnt ab 60 relativ stark zu steigen, bis dorthin ist das Risiko sehr überschaubar. Zwischen 20 und 30 ist es minimalst, ja? Wie gesagt, diese Betrachtung sollte einfließen. Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass, sagen wir, eher ältere Kontinente derzeit also mehr impfen. Aber all along muss es natürlich das Ziel sein, dass alle Menschen und auf der Welt Zugang zu dieser Impfung haben, möglichst schnell. Absolut, also Covid ist ein großer Stressor, aber auch in gewisser Weise eine Lehre, und man sieht viele Dinge schärfer, und es wurden viele Prozesse, die es an sich schon gab, glaube ich, noch einmal deutlich beschleunigt. Das gilt auch für die Telemedizin oder digitale Medizin in vielen verschiedenen Bereichen, aber nicht nur für die Medizin, das gilt auch für die Schule und Konferenzen im Allgemeinen, dass wir alle gemerkt haben, es geht auch anders. Und viele Elemente davon werden bleiben. Also Stichwort also elektronisches Rezept oder Stichwort Skype-Visiten. Das sind Elemente, die bleiben werden und die wir zu einem gewissen Grad, ich glaube nicht, dass es unser normales Leben ersetzen wird, aber zu einem gewissen Grad integriert werden in die normale Praxis der Medizin. Das große Problem der Pandemie ist, dass ein völlig neues Virus aufgetreten ist und kein einziger Mensch auf der Welt eine Immunität gegen dieses Virus hatte. Derzeit rechnet man damit, dass etwa 20% der Weltbevölkerung natürlichen Kontakt mit diesem Virus hatte, das heißt eine Infektion durchgemacht hat. Und das heißt, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Das heißt, wir brauchen eine Grundimmunisierung, letztlich der Weltbevölkerung, und die wird nur auf zwei Wege erzielbar sein, nämlich einerseits durch die Impfung und andererseits durch eine natürliche Infektion. Das heißt, es wird sicher noch eine Zeit lang dauern, aber wir werden uns schon langsam aus dieser Krise herausbewegen. Und wenn dann eine Grundimmunisierung letztlich bei der Weltbevölkerung da ist, wird auch diese ganze Situation völlig ihren Schrecken verlieren.